dachte, jeder geht jetzt hier Level ab. Ich dachte, das ist jetzt so ein Ding. Tja. Wow. Case, du bist so... Du bist toll. Bin beeindruckt. Hey, da oben ist nur Nemon. Echt? Ja, danke. Was machst du eigentlich hier, Lisa? Und du? Warum bist du hier? Ich? Ich? Ihr beide wollt mit mir reden, oder? Was? Sie auch? Warum sie? Ah, Nunemon. Beruhig dich, Lisa. Ich bin. Was? Was? Nunemon ist ein Mensch? Aha, verstehe. Erschreck mich doch nicht so, Lucky Maus. Oh, Lucky Maus? Was? Er ist Lucky Maus? Dieser Nunemon ist dann also... Lisa ist etwas anderes, aber dir habe ich verboten herzukommen. Es ist gefährlich hier. Wir gehen besser in mein Versteck. Aha, okay. Lucky Maus, verwirrt. Aha, das ist das Versteck von Lucky Maus. Wo ist Teddy? Wo ist er? Teddy? Ach, der Junge, der meinen Code fand, mich kontaktierte. Nicht ich, die AOA hat ihn gefangen. Was? Was soll das heißen? Laut Game Master von Azuka hast du ihn. Sie gehört zu den Top-Agenten der AOA. Sie ist nicht die einzige Magami, selbst ist die AOA. Es gibt viele Mitglieder in diesem Azuka-Server. Dann hat sie mich also angelogen. Ich muss Teddy retten. Ich habe früher bei Digimon Online gearbeitet, aber als ich merkte, was dort geschah, war es zu spät. Was haben die AOA vor? Sie wollen Digimon Online übernehmen. Dann können sie sich in der ganzen Welt in das Netz einhacken. Na, das sind da ja nicht gerade tolle Neuigkeiten. Dann kontrollieren sie alle Computer der Welt. Mein nicht. Um das zu verhindern, habe ich den Fehler im Programm verursacht. Für eine Weile kann niemand auf diesen Server zugreifen. Ach so, darum konnte niemand in die echte Welt zurück. Ich habe eine Menge Probleme gemacht. Aber dank der Kleinen sind wir wieder am Start. Was? Was hat Kairi denn jetzt? Kurt. Kurt. Was? Kurt? Was? Also Kails großer Bruder ist... Ja, mein wirklicher Name ist Kurt. Ich bin Kails älterer Bruder. Aber woher wissen die AOA von diesem Ort? Warum ist Kail... Wir haben die Kleine seit Azuka City verfolgt. Sie ist ihr auch gefolgt, bis wir sie geschnappt haben. Lass Kail los! Hahaha, nicht so schnell. So einfach ist es nicht. Ich lass sie gehen, wenn du mir gibst, was du gestohlen hast. Die Jungfräulichkeit? Was ist das? In Ordnung, bitteschön. Was ist das? Ist das ein Digimon-Ei? Da ist es. Okay, ich nehme es zurück. Was war es für ein Digimon-Ei? Versprochen ist versprochen. Ich lasse gehen. Kurt! Case! Kurt. Ah, typisch japanischer Name. Ja, ich gönne euch einen Moment. Aber ihr seid alle erledigt.
Pass auf, Vorsicht! Ah, Kurt! Unmöglich! Er ist ein Digimon geworden! Ich werde in Oikmon verwandelt und in Käfige eingesperrt. Okay, wer ist dran? Tja. Hä? Keine Energie mehr? Also gut, kommt meine Digimons! Wenn du kämpfen willst, musst du erst an mir vorbei. An den anderen auch bitte. Meine Digimons sind sehr angeschlagen. Ich kam noch nicht mal zum Heilen. Noch ein Monster-Emon. Wahnsinn. Ja. Meine Digimons sind sehr angeschlagen. Deswegen muss ich sie erstmal ein bisschen hochheilen. Wobei ich nicht weiß, ob das bei Wemon irgendwas bringt. Und ich glaube, Small Heal hätte mehr Heilung gebracht. Aua, hat er uns geschlagen? Hey, das hat sogar was gebracht. Ist ja unfassbar. Ich mache einfach mal Technik Small Heal. Vielleicht bringt das ja sogar mehr. Ja, wesentlich mehr. dieser Knuffgeräusch ist irgendwie super. Ich stehe auf dieser Knuffgeräusch, weißt du? So, Small Heal. Das kriegt Wemon auch alleine hin. Oh, schön. Wir dürfen nochmal angreifen. Machen wir gleich den W-Laser. Den darfst du angeschlagen nochmal wieder in den Kampf gehen, da. Ja, der ist jetzt aber nicht so, als ob der uns... Lovely Charm. Oh. Yay, Lovely Charm. Ja. War sehr lovely gewesen, der Charm. Der Charm. Mit R. Zack. Monster-Emon tot. Hat Wemon gut gemacht. Wir sind sehr stolz auf Wemon. Es ist sehr haarig. Es ist beinahe quasi Gronkmon. Sehr gut. Abgeblockt ist der immer super, wenn du abblockst. Hey, krieg Wemon das alleine hin? Das wäre super. Naja, wisst ihr eigentlich schon, dass bald ein neues Digimon-Spiel rauskommt? Digimon Online heißt es. Am 1. November kommt es raus. Werde ich natürlich spielen. Digimon Online werde ich spielen. Online ist es dann. Gibt's auf Steam. Also, falls ihr euch das mal angucken wollt, das gibt's derzeit auf... Also, ist auf Steam auf jeden Fall vorhanden. Und ich hoffe wirklich, dass es am 1. November rauskommt, denn das werde ich dann auch spielen. Also, noch ein Spiel, was ich spielen werde. Oh Gott. Aber das muss ich spielen. Und das kann man dann ja vielleicht, ich weiß nicht, wie es abläuft, aber vielleicht kann man da so eine Gilde bilden und so. Weißt du? Weißt du, wie ich das meine? Weißt du, so Teamkämpfe und so, da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich schon auf Steam Greenlight gesehen. Habe ich schon auf Steam Greenlight gesehen und mir gedacht, das unterstütze ich doch. Oh, wir leben noch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Erstmal wieder heilen. Heilen. Alter, wir sind auch fast hier. DV, Push, Mega, Master, Ding. So, nochmal wieder heilen. Wenn es so weitergeht, explodiert er hier gleich. Was doof ist, wenn wir gleich einen Speicherort haben, muss ich speichern. Das heißt, all die schöne DV-Anzeige, die wir hochgepusht haben, ist alles wieder weg. Ein bisschen doof, aber naja, was willst du machen? Ja, Wemon explodiert. Sehr schön. Jetzt wird es ein Pale-Dramon. Und dann ballern wir den gleich nieder. Auf und nieder, immer wieder dann. Nee, doch nicht. Alter, das ist doch schon ein... Oh. Imperial-Dramon. Technik? Mega Crusher. Na, der ist weg, würde ich mal sagen, wa? Der kommt wohl auch nicht mehr wieder. Ja, der kommt nicht mehr wieder. Bezweifle ich auf jeden Fall. Der steht nicht mehr auf. 1071 Schaden. Ja, auf jeden Fall Hardcore. Sehr schön. Level 70. Schade.
Geheimer Raum. Haben wir jetzt auch noch einen Imperialdramon gesehen? Geil. Nein, nein! Meine Digimon! Dafür wirst du bezahlen. Echt? Scheiße. Ich dachte, wir können Digimon online jetzt hier kostenlos spielen. Danke, Case. Du hast mich schon wieder gerettet. Ja, so bin ich. Aber Kurt ist... Ich dachte, ich hätte ihn endlich gefunden. Oink, oink. Okay, ich habe mich entschieden. Ich gehe nach Azuka City. Ich werde Teddy retten und die Game Masterin besiegen. Oder Game Master besiegen. Ja, wir machen die AOA fertig. Und verwandeln Kurt zurück. Ich bitte dich auch darum. Aber es soll keine Panik ausbrechen. Könnt ihr das über die AOA für euch behalten? Ist klar. Okay, Kyle. Ich gehe. Wenn du verlierst, verzeih ich dir das nie, verstanden? Ja, danke, setz mich unter Druck. Ich drück dir die Daumen. Viel Glück. Ciao. Ich werde die Welt retten. Oink, oink. Kanalisation. Schön. Dann müssen wir jetzt zurück nach Azuka City. Den werde ich jetzt bestimmt nicht anquatschen. Der vergewaltigt uns garantiert aufs Übelste. Gut, dann gehen wir jetzt mal... Ja, müssen wir wohl erstmal zurück. Naja, es ist ja alles hochgeheilt. Soweit, so gut. Klar, Gilmon geht es jetzt nicht so gut, aber macht nichts. Hey, Sukamon! So, damit das nicht ganz so eine Verschwendung war damit, setzen wir jetzt Armormon ein und hoffen, dass er halt gleich eine DV-Digitation macht und dann machen wir Sukamon damit Platz. Fertig. Dann ist das keine Verschwendung gewesen. Klar, es ist immer noch eine Verschwendung, aber im Endeffekt... Ihr wisst ja, was ich sagen will, glaube ich. Yay, Monmon explodiert. Alle explodieren sie jetzt hier. Giant Cannon Dinomon. Was weiß ich weiß gar nicht, wie der heißt. Werden wir noch erfahren. So, dann wollen wir den mal wegpusten. Ich find den einfach so geil mit seinen riesigen Kanonen auf dem Rücken. Fast so ein bisschen wie Imperialdramon. Es hat ein bisschen Stil. Yay. Besiegt. Na komm, Wemon, Level up. Ah, Manu. Ich will, dass er Level 20 wird. Pale Dramon. Geil. So, erstmal wieder raus hier. Dann gehen wir zur Oase, dann speichern wir und dann ist erstmal ein kurzes Schluss. Weil, wie gesagt, kann gar nicht so lange. Muss das jetzt erstmal alles mit kleinen Aufnahme-Sessions über Wasser gehalten werden, bis dann ein bisschen Ruhe eingekehrt wird. Wie gesagt, mit Umzug und neue Arbeitsstelle und alles neu und alles anders und ja, ne? Weißt du Bescheid. Aber zum 1. November wird trotzdem Digimon Online gespielt. Und der 1. November müsste quasi jetzt sein, wo die Folge rauskommt. Also rein theoretisch müsste ich das rausgebracht haben. Hoffen wir es. Es ist auch noch kostenlos, das Spiel. Also deswegen, es ist einfach nur ein Online-Multiplayer-MMO mit Digimon. Ich meine, da kann man doch nichts falsch machen. Ich tausche ihn am besten. Ich habe immer noch kein großes Vertrauen da drin. Er ist noch keine Ultra. Wäre er Ultra, wäre natürlich was anderes. Aber ist halt noch nicht. Ich hoffe, dass nicht mehr so viele Digimons auftauchen. Sehr gut. Geblockt ist schon mal super. Ich glaube, normale Attacke ist stärker. Bumm. Hey, mit Verwirrung. Stimmt ja, das haben wir ja drin. Ist er wenigstens verwirrt? Yay, er ist verwirrt. Laut lachen. Ja, schön. Lass mal bei den absoluten Endgegner machen und der kann nichts mehr machen. Das wäre super. Das hätte irgendwie was. Manu. Hey, Level 25. Gelernte Technik, Fischbuster.
Er ist voll der Fischbuster, ey. Ich hätte gern Dino-Buster. Naja, kommt auch noch. Irgendwann. Tick, 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 tick. Tack, 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 tack. So, irgendwie aus der Dumm-Dumm-Fabrik sind wir gleich draußen. Und raus. Sehr gut. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht mehr allzu sehr beeinträchtigt. Und dann müssen wir uns nur merken, dass wir nach Azuka City müssen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Kriegen wir hin. Aber was wir denn da sollen? Gut, ich denke mal, da wird es irgendwelche Hinweise geben. Aber es wird dann hoffentlich als Live-Let's Play auch laufen. Ach nee, warte, wird es gar nicht. Mammutmon! Ach du Scheiße. Was taucht denn jetzt plötzlich ein Mammutmon auf? Im falschen Film oder was? Es wird leider noch nicht als Live-Let's Play. Live-Let's Play, wie gesagt, am Freitag, den... Ich weiß nicht, welcher Monat das... irgendwann im November. Der erste Freitag im November. So. Ich weiß nicht, was das für ein Tag ist. Habe ich gerade echt nicht im Kopf. Müsste der 4. sein. Müsste der 4. November sein. Also 4. November, 18 Uhr. Es wird auch nochmal in den Videos stehen, wenn es nicht klappen würde, wenn es denn wirklich klappt. Wenn es wirklich nicht klappen sollte, steht es auch nicht in den Videos drin. Aber wenn es klappt, dann steht es nochmal in den Videos drin, dass auch wirklich das, naja, dass ihr seht, dass es klappt. Und ich hoffe, es klappt. Ich werde mich bemühen, dass es klappt. Hier fliegt eine Fliege. Hallo Fliege. Ah, jetzt geht Level Up, Mann. Ich kann es jetzt gerade nicht erwarten, dass Wemon Level Up geht. Jetzt ist er Level 20, voll cool. Sind wir hier jetzt noch richtig? Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Hier müssen wir lang. Hier, hier, hier. Hier nicht. So. Ja, jetzt haben wir das. Jetzt sind wir in der Oase. Es können zwar immer noch zu kämpfen kommen, aber na gut. Was willst du machen? Ist Lisa wieder hier? Nee, Lisa steht nicht mehr hier. Okay. Lisa ist woanders. Gut, dann heilen wir mal ganz schnell unsere Digimons. Und dann gehen wir speichern. Und ja, ich würde jetzt schon mal sagen, ich verabschiede mich. Vielen Dank. Ich weiß, derzeit ist das alles ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so regelmäßig und sowas. Aber das müsst ihr bitte verstehen, dass es halt auch mit Umzug und sowas halt ein bisschen Stress bedeutet. Und ich werde trotzdem versuchen, dass trotzdem weiterhin täglich... Irgendein Video kommt auf jeden Fall raus täglich. Irgendeins wird es immer sein. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs dabei sein. Und naja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, tschüss.